Ist es die richtige Entscheidung, Niko Kovac rausfliegen zu lassen? Wer kommt jetzt zum FC Bayern oder macht Hansi Flick weiter? Und schaffen die Münchner jetzt die Wende? Das und mehr jetzt in den nächsten 10, 12 Minuten ungefähr. Alles 25. Nur Kovac Bayern Talk. Jetzt geht's los mit Helge, Niko und mir. Und wir fangen gleich mal an mit der ersten Frage. Und zwar nach der Entscheidung. War es richtig, Niko Kovac rausfliegen zu lassen? Lag es vielleicht wirklich an Kovac oder war doch vielleicht eher die Mannschaft schuld? Ja, angeblich war es ja sogar seine Entscheidung. Also das ist erstmal nur das Ding, also wenn auch der Trainer dann sagt, dass es vielleicht doch nicht mehr weitergehen sollte, dann ist es sowieso auch eine richtige Entscheidung, finde ich. Und auch wenn man die Ergebnisse sieht und die Auftritte. Ich fand auch, dass es dann relativ auch vom Größe zeugt, so wenn halt der Trainer auch sagt, so hey, das klappt einfach irgendwie nicht mehr hier und ich klammere mich jetzt nicht noch irgendwie die nächsten Wochen an meinen Job, sondern sage einfach, nee, das oder bietet es zumindest an, so hey, wenn ihr der Meinung seid, es geht nicht mehr, ich würde dann jetzt quasi zurücktreten. Man weiß ja nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist, aber für mich komplett richtige Entscheidung dann, ja. Ich sage auch, war die einzige richtige Entscheidung und für mich lag es nur in Teilen an Niko Kovac. Natürlich kann man den Trainer, wenn es nicht läuft, dann liegt es nicht überhaupt nicht am Trainer, so darüber müssen wir nicht reden. Für mich liegt es aber an der Führung des FC Bayern, an der Kaderzusammenstellung des FC Bayern, an einigen Querköpfen und Charakteren in der Mannschaft, die ganz eindeutig gegen Niko Kovac gearbeitet haben intern, oder zumindest nicht gegen ihn gearbeitet, aber zumindest keine sich nicht für ihn zerrissen haben. Und ich glaube, das ist einfach, es gab, glaube ich, schon nach dem Bochum-Spiel war, glaube ich, relativ deutlich, dass es eigentlich kein Weg drum herum geht. Denn diese Mannschaft wollte nicht in der aktuellen Konstellation das weitermachen. Du hast schon gesagt, in der Mannschaft gab es eventuell so ein paar Querköpfe, die sich nicht so mit Niko Kovac verstanden haben. Die Vereinsführung war vielleicht auch nicht immer so hinter Niko Kovac. Und vor allem, das was ich jetzt gestern noch bemerkt habe und ganz auffällig war, ganz, ganz viele Bayern-Fans haben sich gefreut, dass Niko Kovac ja, richtig missgünstig, eklig. Ist dieses Verhalten oder hat Niko Kovac nicht einfach mehr Respekt verdient dafür, was er geleistet hat beim FC Bayern? Ich meine, er hat das Double geholt. Ja, am Ende des Tages kann Niko Kovac auch genau das nämlich sagen. So, und am Ende des Tages hat er immer noch das Double gewonnen. Es ist halt einfach, dass für Bayern-Fans nach den letzten Saisons, nach den letzten Jahren, wo einfach alles automatisch war, ist es halt einfach so eine Phase nicht ganz einfach. Mir hat es jetzt nicht unbedingt gefallen, dann trotzdem, wie da mit ihm umgegangen worden ist, in großen Teilen. Aber ja, keine Ahnung. Den Umgang finde ich sicherlich auch fragwürdig. Ich persönlich sehe Kovac aber auch kritischer. Also wenn ich dann auch sagen muss, wir reden seit quasi anderthalb Jahren über einem Jahr von den gleichen Problemen, die einfach auch nicht gelöst werden. So, es gibt immer noch keine große Idee, wie eigentlich der Aufbau, Spielaufbau passieren soll. Es ging immer noch darum, irgendwie Diagonalball oder irgendwie den Ball auf die Flügel bringen und dann hoffen, dass halt irgendwie die Kugel in die Mitte kommt, was relativ leicht zu verteidigen ist. Sie meinte auch irgendwie noch in dem anderen Video, dass echt Frankfurt eine ganz gute Kovac-Mannschaft wäre, weil die halt über Flügel kommen und starke Spieler im Strafraum haben. So, aber das passt auch nicht zu Bayern, weil wenn da sich Teams mit 10 Mann hinten reinstehen und du einfach nur ständig blind Flanken reinschlägst, gefühlt, so, dann wird das auch nicht wirklich was. Ich finde halt auch, dass es ist auch einfach eine undankbare Situation für Niko Kovac gewesen. Er übernimmt diese Mannschaft, die immer noch in Teilen auch unter Pep Guardiola gespielt hat. Ne? Und die von einem Trainer, die einfach unter den besten Trainern der Welt gearbeitet haben in Teilen und die sich gegenseitig erzählen, die auch unter Carlo Ancelotti, der sicherlich auch ein anderer Trainertyp ist als Niko Kovac und einfach auch einen anderen Namen hat als Niko Kovac. Und dann kommt eben der Kovac und bietet ihnen eben nicht die großen Lösungen für alles an, was du gerade gesagt hast. Und da muss man ihm ja durchaus einen Vorwurf machen. Und deswegen, denke ich, ist auch die Stimmung gekippt, weil man einfach intern, weil die Spieler irgendwann gedacht haben, ganz im Ernst, so, der Mann kann uns nicht die Lösungen an die Hand geben, die wir brauchen. Und das Problem ist nur, dass ich denke, dass das relativ früh schon gekippt ist und dass man da jetzt seit einem Jahr mindestens einfach wie ein angeschossenes Reh sich durch die Bundesliga geschleift hat. Das hat noch gereicht für Pokal und Liga. Aber ich meine, wie ist man denn da gegen Liverpool rausgeflogen? So, man hatte nicht einen Hauch einer Chance. Nee. Das war gar keine Diskussion darüber, wer da weiterkommt. Und das vor 2,5 Jahren hätte jeder Geld auf Bayern gesetzt gegen Liverpool. Ne? Natürlich auch, weil da sind zwei Entwicklungen, die genau gegenläufig sind, gar keine Frage. Aber ja, sicherlich hat Kovac eine Teilschuld, sicher hat die Mannschaft eine Teilschuld, aber vielleicht war Kovac am Anfang nicht die richtige Entscheidung. Ich dachte, er wäre der richtige Mann gewesen und dann muss man sich fragen, warum man da nicht früher reagiert hat. Ja, also ich finde es aber auch von Anfang an, es gab ja immer schon auch diese Stimmen, die gesagt haben, Kovac, der Fußball, den er bei Frankfurt spielt, der wird bei Bayern nicht funktionieren. Und dann, aber auch als Trainer, bist du ja nicht komplett festgelegt auf eine Spielidee. Also du kannst ja schon auch sagen,
ich habe so meine Grundtugenden, die ich da sehen will. So, das ist halt so von wegen Einsatz und mit Power angreifen und auch mit Geschwindigkeit. Aber das kannst du ja dann auch verbinden mit anderen Elementen. Wenn du jetzt sagst, so, ich bin bei Bayern, wir werden nicht jedes Mal mit Geschwindigkeit auf den Gegner zulaufen können. Wenn du dann aber nicht in der Lage bist zu sagen, okay, ich muss mir jetzt über den Sommer, ich habe jetzt irgendwie ein, zwei Monate Zeit, mir vielleicht nochmal ein paar oder dann auch jetzt in diesem Sommer nochmal, also jetzt, wenn man oder die gesamte Saison so sieht, aber auch vor der ersten Saison schon, ich habe jetzt zwei Monate Zeit, mir das zu überlegen, wie ich da jetzt vielleicht mit ein paar Angriffen, die ich halt irgendwie oder ein paar den Positionsspiel, wie ich mir das vorstelle und mich sozusagen vorzubereiten, wie will ich jetzt das bei Bayern umsetzen. Mhm. Du gehst ja nicht blauäugig rein und sagst so, oh, ich spiele mal das Gleiche jetzt, wie ich bei Eintracht gespielt habe. Also ja. Das geht halt nicht. Ja. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig darüber, dass Niko Kovac, das hast du ja ganz gut zusammengefasst, den Spielern nicht das Taktische oder das, die Lösung in die Hand geben konnte, die man wollte. Jetzt ist die Frage, wer kann das? Und wer kommt jetzt? Weil also, es gibt ja hier bei I Am Football News auf Instagram schöne Grafik, Flick, Interimslösung. Dann gibt es noch Namen wie Ten Hag, der ist jetzt aber bei Ajax und ich glaube nicht, dass sie ihn abgeben wollen. Ich glaube, es ist relativ, ich glaube, es kann nur Flick sein. Bayern hofft, dass es mit Hansi Flick jetzt funktioniert, ziehen ihn durch bis zum Sommer und dann schaut man sich um und dann wird es wahrscheinlich Ten Hag oder sowas. Ich kann mir eigentlich fast nichts anderes vorstellen. Ich habe noch eine andere Idee. Erzähl. Das sagt nicht Rangnick. Nein, aber ich sage jetzt, das Gute ist, das Video kommt ja irgendwann gegen Abend raus und kommt das schon mal als Artikel vorher noch. Ja. Das ist schon mal gut. Okay, vertritt deine These, komm. Für mich... Ich würde für nächste Saison auf Ten Hag oder Pochettino setzen, die dann einer von beiden wird zur Verfügung stehen. Also Ten Hag hat ja schon gesagt, ich habe Interesse nicht während der Saison wahrscheinlich, aber nächste Saison. Mhm. Und ich finde auch, er wäre perfekt, sozusagen jetzt wieder zu diesem Stil zurückzukommen, den Bayern eigentlich mal prägen wollte, so von Van Gaal und Guardiola. Ich frage mich, ich weiß es. Xabi Alonso. Nein. Quatsch. Nein, aber in der Zwischenzeit bis dahin brauchst du jetzt ja irgendwie einen Mann, der das übernehmen kann. Ich finde Flick nicht, weil einfach er hat noch keine, ich glaube, keine Profimannschaft als Cheftrainer trainiert. Und ich finde, man hat auch bei Flick, der wurde geholt im Sommer und es hieß, der soll jetzt ein bisschen helfen und Gendt hat sich gar nichts. Genau, also, genau das würde ich eher nicht machen. Meine Idee ist Wenger. Hol dir Wenger rein, ohne Spaß, der hat eine riesen Rückhalt bei den Spielern, weil er einfach eine Legende ist und auch, glaube ich, viele Fans sehen ihn halt irgendwie ein bisschen kritisch. Wobei auch oft unterschätzt wird, was der für Probleme bei Arsenal bewältigen musste, um da halt ständig Vierter zu werden. Weil die halt das Stadion hatten, kaum Spieler gekauft haben und so weiter. Klar hat er so seine Probleme, aber er setzt auf junge Spieler auch, kann die entwickeln, was bei Bayern auch jetzt nicht das Schlechteste wäre. Es sind schon einige Franzosen da. Ja, deshalb, das wollte ich gerade sagen, ist gar nicht so abwegig, weil erstens keine Deutsche, zweitens sind sau viele Franzosen bei Bayern. Und vor allen Dingen, er spielt halt auch Kurzpassspiel, Angriffsfußball, was bei Bayern deutlich besser funktioniert als irgendwie... auch mit anderen... Ihr redet euch doch gerade rein in die Idee. Ihr verliebt euch doch gerade richtig in die Idee. Das ist das Ding. Und ich finde, das wäre auch eine clevere Lösung, weil er halt auch, er ist erfahren genug, das halt auch jetzt zu übernehmen. Ich glaube, er hat da Bock drauf, auch weil er nochmal einen großen Club übernehmen kann, neue Erfahrung. Und ich glaube, er würde es auch relativ kurz machen, weil er ja eigentlich auch gesagt hat, er träumt von der WM. Ja, okay. Und dann kann er jetzt nochmal bei Bayern sagen, hey, ich bin immer noch... Ein guter genug Trainer. So, und kann da vielleicht sich für ein Nationalteam empfehlen. Wenn es gut läuft, könnten da alle Seiten gewinnen. Ich möchte noch eine Sache sagen. Wenn Ralf Rangnick. Ey, ernsthaft. Der wird Präsident. Die erste Pressekonferenz, kurz bevor Uli dann abtritt. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic und Ralf Rangnick. Das ist nun wirklich die Hall of Fame, ne? Ich freue mich jetzt schon auf, wie Uli Hoeneß da sitzt und sagt, ich freue mich, Rolf Rangnick beim Clubbesuch zu begrüßen. Okay, Leute. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wen wollt ihr beim FC Bayern sehen? Sollen sie Flick noch weitermachen? Arsene Wenger? Ten Hag nächste Saison vielleicht erst? Oder vielleicht sogar doch Ralf Rangnick? Oder einen ganz anderen, den wir überhaupt nicht im Blick hatten? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und jetzt ist die Frage natürlich, schafft der FC Bayern jetzt die Wende? Wo sind sie in der Tabelle jetzt gerade? Siebter oder was, ne? Nee, gar nicht. Ach, die sind noch vorne drin, Vierter. Ja, ich glaube Vierter. Vierter Platz mit 18 Punkten. Also jetzt so weit weg sind sie nicht. Ja. Das Ding ist, es ist jetzt wirklich, es gibt, finde ich, relativ viele Möglichkeiten, um das halt hinzukriegen. Von Mourinho würde ich gar nicht, also da würde ich so die Finger von weglassen, sodass wenn die den holen, dann nicht. Ja. Denn genau, dann sind die am Ende Neunter von mir aus oder so, also jetzt übertrieben gesagt. Ja, ich glaube auch. Wenn die jetzt Allegri holen, ich glaube, das wäre eine gute Lösung, was Ergebnisse angeht. Denn ich glaube auch, dass der den zur Meisterschaft führt. Ich glaube, es wäre spielerisch ein Rückschritt. Aber definitiv könnte der die Wende da herbeiführen, was Ergebnisse angeht. Weil er halt auch mal so ein 1-0-Trainer ist, so ein bisschen. Und dann ist halt die Frage, ich glaube, wenn Flick das jetzt übernimmt, dann weiß ich es einfach nicht, weil ich Flick als Profitrainer nicht einschätzen kann, als Cheftrainer. Mhm.
Ich glaube, Hansi Flick übernimmt und ich glaube, er führt sie zur Meisterschaft. Aber einfach nur, weil es immer noch der FC Bayern ist. Und ganz, ganz kurz zum Schluss, was wird jetzt mit Kovac? Was macht er jetzt? Kovac wird irgendwo, er hat sich jetzt in europaweites Standing erarbeitet, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen nochmal gelitten hat gegen Ende. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass Niko Kovac schon bald wieder mit Vereinen in Verbindung gebracht wird. Ich bin mir sicher, dass Arsenal bald über Kovac diskutiert, wo ich dann auch denke, ja, so gut gerne ich ihn mag, das ist genauso eine Nummer zu groß und vor allem fußballerisch, das ist ja noch weiter weg. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, wenn es bei einem bestimmten Verein aus Berlin so weitergeht. Ich wollte gerade sagen, Hertha. Dann gibt es da wahrscheinlich bald eine freie Stelle. Oder man macht so eine Duelspitze mit Čović und Kovac, die verstehen sich ja gut. Genau, hast du noch irgendwie... Ja, ich denke halt nur generell, man vergisst halt mit dieser Bayern-Zeit auch, dass wirklich Kovac auch ein guter Trainer ist. Mhm. Also es hat bei Bayern einfach, glaube ich, von Spielidee und von vielleicht auch Erfahrung oder Umgang mit den großen Stars halt einfach von seiner Reputation her nicht gepasst. Aber bei ambitionierten Mittelfeldteams oder auch vielleicht Teams, die halt noch ein bisschen höher so europäische Ansprüche haben, definitiv eine Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass das die Clubs so sehen werden. Also ich glaube auch. Arsenal vielleicht auch wieder vom Spielstil her nicht unbedingt, aber ja. Aber so, also auch wenn da ein paar unsympathen Clubs dabei sind, zur Größenordnung, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Schalke, das ist alles was, wo ich mir Niko Kovac auf jeden Fall vorstellen kann. So Leute, jetzt seid ihr natürlich wie immer gefragt, wer wird der neue Bayern-Coach? War es richtig, Kovac zu entlassen? Wie ist man mit ihm umgegangen? War das richtig? Alles Hinten in die Kommentare. Zwei andere Videos auf den beiden Köpfen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!